Und zum Profil. You must remember this. A kiss is still a kiss. Hey Leute und ihr herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf diesem Kanal. Ein weiterer Adventsvlogende. Und zwar backen wir heute Plätzchen. Ich weiß, die Waschmaschine läuft schon wieder und es tut mir sehr leid für die Geräusche im Hintergrund. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Heute backen wir Plätzchen und zwar vegane Plätzchen. Nur für den, der es interessiert. Ihr könnt die auch normal machen, wie ihr wollt. Weil man braucht eh nur Butter, Mehl und Zucker und optional noch Vanille. Zucker oder Vanilleschoten oder bisschen Zitrone, also bisschen was abgerieben von der Zitrone, wie man das gerne mag, aber das alles, was ich zuletzt genannt habe, braucht man nicht. Also einmal vegane Butter sozusagen, Mehl, was hier drin ist, französischer Zucker und optional noch Vanillezucker. Zudem noch zum Verzieren später dunkle Glasur, mit der das Ganze dann nicht mehr vegan ist. Anstatt die könnt ihr auch zum Beispiel die benutzen, vielleicht benutze ich noch die, mal sehen. Und dann braucht ihr noch Sachen zum Verzieren. Das erste, was ihr machen müsst, ist die Butter abwiegen. Ich nenne das jetzt die ganze Zeit Butter, weil ich Margarine nicht cool finde. Dann wiegt ihr die ab und danach schlagt ihr sie, also rührt sie mit dem Rührbesen entweder oder mit einem Handrührgerät. Könnt ihr euch dann aussuchen. Wir nehmen einfach mal alles. Sind 250 Gramm, falls es jemand interessiert. Und falls es jemand nachkochen will oder nachbacken will. Wirklich wäre es einfach, davon so abzubeißen. Boah. Wie steht ihr jetzt so zu Plätzchen backen und so? Findet ihr es cool oder nicht so cool? Ich versuche es glaube mal mit dem Schneebesen. Aber es sieht nicht aus, als wenn es funktionieren würde. Nehmt ein Handrührgerät. Müsst ihr den Zucker abwiegen. Wir nehmen ungefähr 125 Gramm. Jetzt müsst ihr aber nur noch den Zucker, den ihr gerade abgewogen habt, langsam hier rein rieseln lassen. Also ein bisschen was dazugeben und dann wieder rühren. Übrigens, wenn ihr es mit der Butter einfacher haben wollt, dann lass die davor ein bisschen stehen, damit die weich wird. Eine Frage habe ich noch. Wie hat sich das entwickelt, dass man Plätzchen nur eigentlich im Winter backt? Weiß nicht, wie cooler, wenn man auch Plätzchen im Sommer backen würde oder so. Wenn ihr das jetzt alles gemacht habt, dann habt ihr süße Butter und könnt euch darüber freuen und die so essen. Jetzt kommt noch euer Vanillezucker dazu oder alles andere, mit dem ihr euren Teig verfeinern wollt. You must remember this. Wenn ihr das dann alles abgewogen habt, dann kommt es hier rein. Jetzt steht in dem Rezept, man kann es mit einem Stiel von einem Kochlöffel umrühren. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich glaube nicht. So, das mit dem Kochlöffel ist echt ein guter Lifehack. Aber ich glaube, wir sind fertig mit dem Kochlöffel. Jetzt wird geknetet mit den Händen. Dafür nehmt ihr so ein bisschen Mehl zwischen die Hände und versucht es einfach durchzukneten. Und jetzt muss er eine Stunde im Kühlschrank stehen bleiben. Und so lange räume ich erstmal alles auf hier. Ah.
Geburtstag. Deswegen bin ich auch wieder hier. Und würde sagen, holen wir mal den Teig aus dem Kühlschrank. Beziehungsweise aus der Gefriertruhe. Das eigentlich Wichtigste, wenn ihr jetzt diesen Teig ausrollen wollt und so, ist, dass ihr immer nur kleine Stücke von dem Teig nimmt und den Rest in den Kühlschrank tut. Weil wenn er kalt ist, lässt er sich gut verarbeiten und wenn er warm wird, dann geht es eigentlich nicht mehr wirklich gut oder eigentlich gar nicht mehr. Deswegen ein Stück abschneiden und wieder in den Kühlschrank. You must remember this, a kiss is still a kiss. Das erste Blech ist fertig. Das nächste Blech ist auch fertig. So, ich habe jetzt hier gerade noch ein Wasserbad für die Schokolade aufgesetzt. Und hier sind alle Plätzchen und im Ofen sind auch noch welche, die jetzt verziert werden müssen. Oder verziert werden. Nämlich das Beste am Plätzchenbacken. Außer natürlich Teignaschen. So, ich habe jetzt den größten Teil der Plätzchen verziert und wie ihr auch hier sehen könnt und ihr gerade auch sehen könnt, konntet. Auf jeden Fall habe ich jetzt fast alles fertig dekoriert. Jetzt muss ich noch aufräumen, aber da müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit zuschauen oder so. Ich weiß, meine Stimme ist ein bisschen am Arsch. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag, einen schönen zweiten Advent. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsplätzchen sind, ob ihr dieses Jahr auch schon gebacken habt. Und ja, ich würde mich sehr freuen, eure Kommentare zu lesen. Deswegen schreibt es gerne unten rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dann, haut rein. Ciao.